Willkommen zu einem neuen Webcast hier auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es um das ganze Thema, wie ihr einen Microsoft 365 Plannerplan mit eurem Projektplan verknüpfen könnt. Ich hatte ja hierzu vor einiger Zeit auf LinkedIn eine kleine Umfrage äh, gestaltet, und zwar welches Thema ihr euch als nächstes wünscht. Und das war mit 50% das Thema, was von euch am meisten gerankt wurde. Wenn ihr gerne euch mit aktiv an diesen YouTube-Videos beteiligen wollt, Meldet mich gerne bei LinkedIn, weil da mache ich öfter solche Umfragen, was ihr euch als nächstes für Themen wünscht. Ja, sicherlich ist euch das auch schon mal passiert, genauso wie in meinem Intro. Ihr versucht, einen Plannerplan zu verknüpfen, aber nichts passiert. Und ähm, das ist natürlich dann die Frage, was muss ich alles machen, damit das funktioniert und ich Microsoft Planner damit äh, verknüpfen kann? Und das schauen wir uns jetzt erstmal in der Theorie an, was ihr alles dafür benötigt, damit das funktioniert. Ich würde sagen, auf geht's. Schauen wir uns als erstes einmal an, was ihr alles benötigt, um einen Microsoft 365 Planner Plan mit eurem Projektplan zu verknüpfen. Als erstes benötigt ihr einmal eine Subscription, die logischerweise Microsoft 365 Planner beinhaltet. Ich denke, das ist nicht die besondere Herausforderung, weil Planner, glaube ich, mittlerweile in jeder Subscription enthalten ist. Danach benötigt ihr einmal den Project Online Click to Run Client, der auf eurem Rechner installiert ist. Hier ist ganz wichtig, äh, darauf zu achten, dass es der Click to Run Client ist. Ähm, wo ist da der Unterschied? Ähm, Click to Run ist der Client, der in der Project Online Subscription enthalten ist. Ja und der quasi der Plan 3 und Plan 5 Lizenz äh, beinhaltet ist. Und ihr benötigt einmal Project Online, die PWA, die Project Web App, wo ihr dann entsprechend äh, die Projekte speichern und veröffentlichen könnt. Was wären jetzt die Schritte, die wir durchführen müssten? Als erstes einmal müssen wir logischerweise in Planner einen Plan erstellen und äh, darauf achten, dass ich die entsprechenden Berechtigungen im Plan habe. Also wenn ich den angelegt habe, habe ich die logischerweise, aber auch darauf zu achten, dass wir mit dem Teammitglieder, ja, die den Plan eventuell einbinden sollen in Project auch die entsprechenden Berechtigungen haben. Danach plane ich in Microsoft Project meinen Projektplan und speichere diesen dann in Project Online in der PWA ab. Und danach veröffentliche ich den Plan. Wo ist der Unterschied zwischen Speichern und Veröffentlichen? Wenn ich speichere, dann ist das so, wie ob ich den Projektplan, müsst ihr euch vorstellen, auf dem Fileserver erstmal ablege, freitags, nachmittags, wenn ich nach Hause gehe. Wenn ich montags daran weiterarbeite, öffne ich den. Und die Werte in dem Projektplan werden noch nicht veröffentlicht und sind somit noch nicht für alle einzusehen. Erst wenn ich den Button Veröffentlichen drücke, werden die Daten gespeichert. Speichert und veröffentlicht und für jeden sichtbar. Und das ist ganz wichtig. Erst wenn ich den Plan veröffentlicht habe, kann ich auch meinen Plannerplan als Verlinkung hinzufügen. Ja, und ich muss logischerweise auch sicherstellen, damit ich das Speichern und Veröffentlichen auf Project Online darf, muss auch entsprechend die Berechtigungen gesetzt sein, damit ich das durchführen kann. So. Nachdem wir jetzt den theoretischen Teil besprochen haben, würde ich sagen, legen wir als nächstes den Planner Plan an und wie er das Ganze umsetzt, das schauen wir uns jetzt an. Auf geht's. Um einen neuen Plannerplan Plan zu erstellen, gehe ich auf das App Startfeld und wähle dann die Option Planner aus. Im Übrigen, solltet ihr hier einen schnelleren Zugriff wünschen, empfehle ich hier das Ganze als Nativ-App abzuspeichern. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie das funktioniert, dann guckt gerne hier das Video Project for the Web und Microsoft Planner als Nativ-App nutzen. Den Link gebe ich jetzt hier oben mit ein. Gut, gehen wir auf Neuen Plan erstellen und als erstes vergebe ich logischerweise einen Namen, in dem Fall Webcast YouTube. Und da ich das Labeling aktiviert habe, muss ich jetzt noch eine Klassifizierung vornehmen. Das habe ich so vorgegeben in meiner Organisation. Und zwar handelt es sich um ein internes ähm, Projekt oder ein externes Projekt. Sollte es intern sein, können nur Mitglieder aus meiner Organisation hier dran teilnehmen und keine externen eingeladen werden. Ist es ein externes Projekt, können auch externe Mitglieder hier mit kommunizieren. In meinem Fall mache ich jetzt extern. Und ich gebe noch... Als Option eine Beschreibung ein. Die habe ich jetzt hier schon vorbereitet und kopiere die einfach mit in die Gruppenbeschreibung rein. In Übrigen, was auch sehr schön funktioniert, ist, wenn ihr hier einfach noch ein Emoji mit hinzufügt, dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen stärker prägen. Okay, ich sage jetzt einfach hier in dem Fall Plan erstellen und der Plan wird dementsprechend angelegt. So, nachdem der Plan jetzt angelegt wurde, haben wir eigentlich nichts weiter mehr zu tun. Was wir noch machen können, ist den ganzen Plan noch ein bisschen zu verschönern. Das heißt, ich kann jetzt hier auf das Menü gehen und wähle dann im Kontextmenü die Option Planeinstellungen und kann jetzt hier noch einen schönen Hintergrund wählen, dass das Ganze ein bisschen auflockert. Da wählen wir einfach jetzt mal unseren, ja, vielleicht was Blaues, ich weiß nicht. Dann nehmen wir das hier, das ist, glaube ich, ganz okay. So, und ähm, das soll es jetzt hier in ähm, Planner auch schon gewesen sein. Das heißt, ähm, hier haben wir jetzt nichts mehr weiter zu tun und würden jetzt mal das Ganze in Project weiterführen. So. Nachdem wir jetzt unseren Plan angelegt haben, das war ja jetzt kein Hexenwerk, müssen wir uns jetzt ein bisschen damit beschäftigen, von wegen, wie muss eigentlich meine Project-Infrastruktur aussehen, damit wir unseren Planner Plan mit unserem Project-Client verknüpfen können. Und hier gibt es ein paar Kleinigkeiten, denn wir brauchen auf der einen Seite Project Online konfiguriert, ja, und wir brauchen einmal, wie wir gerade gelernt haben, unseren Project Click to Run Client auf unserem Client. Das Erste, was ihr überprüfen solltet, ist, ob ihr überhaupt Zugriff auf die PWA habt. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. Auf geht's. So, als nächstes wollen wir erst einmal kontrollieren, ob ihr auch die nötigen Berechtigungen auf der PWA-Seite besitzt. Hierzu wechsle ich jetzt... Auf die Project Home Seite wähle im App Startmenü einmal Project aus. Im Übrigen sollte Project hier euch nicht angezeigt werden, dann geht man auf alle Apps und sucht dann Microsoft Project, dann wird euch Dementsprechend das eventuell etwas weiter tiefer angezeigt. Das kann sein, wenn ihr Project noch nicht geöffnet habt. Sollte Project euch hier nicht angezeigt werden, dann besitzt ihr nicht die richtige Lizenz und müsst dementsprechend von eurem Administrator noch die Lizenz zugewiesen bekommen. Okay, ich gehe jetzt hier mal auf Project Home. Und ähm, sollte euch interessieren, welche Möglichkeiten ihr mit Project Home besitzt, dann empfehle ich euch mein Video Arbeiten mit Project Home. Den Link gebe ich euch oben mit rein, könnt ihr euch ja gerne im Anschluss auch nochmal anschauen. So, als nächstes klickt ihr im unteren Bereich zu Project Online wechseln und hier solltet ihr dementsprechend auf eure konfigurierte PWA-Site kommen. Sollte jetzt hier erscheinen, dass ihr keine Berechtigung besitzt, so müsst ihr im Vorfeld erst Project Online so konfigurieren, dass ihr dementsprechend auch Berechtigung besitzt, einmal Projektpläne hier drin zu speichern und logischerweise, wie schon in der Theorie angesprochen, zu vor so, nachdem wir jetzt sichergestellt haben, dass wir uns mit der PWA verbinden können, werden wir jetzt noch den Client konfigurieren können, logischerweise, dass er auch mit der PWA kommunizieren kann. Weil sonst kann ich meinen Projektplan ja nicht in die PWA synchronisieren. Und hierzu brauchen wir logischerweise den Project Client, den ihr hoffentlich alle auf eurem Rechner schon installiert habt und müssen dazu eine Verbindung einrichten. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Los geht's. Jetzt richten wir die Verbindungseigenschaften zwischen unserem Projekt Client Click to Run und unserer PWA ein, damit wir dementsprechend die Projekte speichern und veröffentlichen können. Hierzu kopiere ich als erstes den oberen Link zur PWA in meine Zwischenablage, markiere den, wähle Strg Copy. Wahlweise rechte Maustaste drauf und hier einfach die Option Kopieren wählen und kopiere mir diesen entweder in eine Textdatei. Sollte ich jetzt sofort die Schritte wie hier im Video gezeigt durchführen, kann ich logischerweise auch weiterhin den Zwischenspeicher nutzen. Als nächstes öffne ich Microsoft Project und öffne ein leeres Projekt. Danach wechsle ich ins Backoffice, klicke auf Datei und wähle unter Informationen die Option Konten verwalten. Genau hier müssen wir jetzt das Konto hinzufügen. Hierzu klicke ich auf Hinzufügen und gebe dementsprechend ein Kontonamen ein. In dem Fall einfach PWA YouTube. Nachdem ich den Namen vergeben habe, kopiere ich jetzt unter Project Server url die URL hier hinein, die sich in den Zwischenspeicher befindet oder die ihr in der Textdatei kopiert habe rechte Maustaste und wähle jetzt hier einfügen. Als nächstes gibt ihr an, ob ihr die als Standardkonto verwenden wollt oder eventuell ein anderes Konto, wenn ihr hier mehrere hinzugefügt habt. Ich deaktiviere das Ganze jetzt einfach mal, um euch zu zeigen, welche Auswirkungen das hat und bestätige meine Eingabe mit OK. Somit haben wir die Verbindung zu unserer Project PWA eingerichtet. Jetzt kann ich im unteren Bereich noch auswählen, ob ich immer ein Konto auswählen möchte oder ob er sich immer mit dem Standardkonto verbinden soll. Sollte ich die erste Option lassen, dann wird er dich automatisch immer mit meiner PWA YouTube verbinden, zumal ich hier diese als Standardkonto aktiviert habe. Sollte ich mich mit dem Standardkonto verbinden, habe ich keine Option mehr offline zu arbeiten mit meinem normalen Computerkonto und bin dann immer mit der PWA verbunden. Aus dem Grund wähle ich jetzt in dem Fall ein Konto auswählen und bestätige meine Eingabe mit OK. Danach schließe ich einfach einmal Microsoft Project und öffne Microsoft Project erneut. Jetzt wird mir eine Auswahl angeboten, mit welchem Account ich mich verbinden möchte. Einmal mit dem Computer, also lokal wie früher, ganz normal, oder aber mit meiner PWA YouTube. Ich wähle in dem Fall die PWA YouTube und klicke anschließend auf OK. Jetzt bin ich mit der PWA verbunden, wenn ich auf leeres Projekt... Klicke, kann man das sehr schön daran erkennen, dass im unteren Bereich mir der Globus angezeigt wird und wenn ich darüber scrolle, auch mir angezeigt wird, dass ich mit der PWA verbunden bin. Klicke ich da drauf, kann ich dann auch noch mal die Option wählen, ob ich offline arbeiten möchte oder aber den Status des aktiven Caches anzeigen. Das kann schon mal ganz nützlich sein, wenn ich eventuell Probleme mit der Synchronisation mit dem Server habe. Ja, jetzt können wir uns mit dem Project Client mit Project Online verbinden, optimalerweise und jetzt können wir anfangen, unseren Projektplan zu erstellen, dann im Project zu speichern und nachher zu veröffentlichen. Weil nur mit dem Veröffentlichen habe ich die Möglichkeit, meinen Planner Plan nachher mit meinem Project Online zu verknüpfen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, stellen wir als erstes jetzt einen Link zu unserem Plannerplan her. Hierzu brauchen wir eigentlich nur ein Arbeitspaket. Das gebe ich jetzt einfach mal ein und gebe einfach einen einfachen Namen Planner ein. Gib ihm eine Dauer von einem Tag. Das soll erstmal ausreichen. Was muss ich jetzt als nächstes ähm, durchführen? Ich gehe jetzt auf Datei und gehe jetzt auf Speichern. Wie ihr jetzt erkennen könnt, habt ihr die Option PWA YouTube. Das ist die Verbindung, die wir vorher eingerichtet haben. Hier gehe ich auf Speichern und vergebe dem Projekt einen Namen. In meinem Fall relativ einfach, Planner YouTube. Okay, sage Speichern. Im unteren Bereich kann ich erkennen, wie weit der Status des Speicherns abgeschlossen ist. Warte, bis das Projekt in Project Online gespeichert wurde. Und äh, wenn ihr jetzt wieder hingehen würdet und würdet selbst auf Planner gehen, wird das Ganze immer noch nicht funktionieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, äh, mit einem Plannerplan verbinden, bleibt nach wie vor der Link hier. Im weiteren ausgegraut. Das bedeutet, wir müssen jetzt erst noch das Projekt veröffentlichen, damit wir hier den Link zu unserem Plannerplan einrichten können. Das heißt, ich schließe jetzt das Menü hier nochmal ab, gehe nochmal auf Datei und jetzt findet ihr unter Informationen die Option veröffentlichen. Die wird euch auch gelb angezeigt. Das heißt, der Plan ist noch nicht veröffentlicht worden und sagt alles klar, ich möchte den Plan veröffentlichen. Auch das wird euch im unteren Bereich angezeigt, wie weit da der Status ist. Wartet bitte, bis die Veröffentlichung komplett abgeschlossen ist. Und jetzt können wir unseren Plannerplan mit diesem Task verknüpfen. Das heißt, ich markiere den Task, gehe in dem Fall auf Planner. Und wie ihr erkennen könnt, wird jetzt hier der Link auch hinterlegt. Das heißt, ich kann jetzt auf Plannerplan verknüpfen gehen und gebe jetzt hier entsprechend den Namen ein. In dem Fall Webcast. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, sage ich mal, Bug. Das heißt, ähm, er wird mir angezeigt. Das liegt aber daran, dass ich die ähm, dunklen dunkle Modus verwende hier in Project Online. Bei Helen wird euch das ordentlich angezeigt. Das heißt, ich klicke jetzt einfach auf den ähm, Plan. Und jetzt sagt er mir, wählen Sie einen Plan aus, Webcast YouTube, und ich möchte hierzu gerne den Link erstellen. Jetzt wird mir auch in der Infozeile dementsprechend das Logo angezeigt, dass diese Aufgabe mit einem Plannerplan verknüpft ist. Ihr könnt auch, wenn ihr gerne später wieder den Link entfernen wollt, einfach dann äh, hier wieder drauf gehen und Link entfernen. Aber wir testen das Ganze mal, ob das jetzt auch so funktioniert. Ich gehe einfach hier auf den Link drauf und klicke auf das Icon und dementsprechend wird mir dann auch der Plan geöffnet und ich habe einen direkten ähm, Link zu diesem Plan. Sehr oft sind User der Meinung, dass es eine Synchronisierung gibt zwischen den Projektaufgaben und den Planner-Aufgaben. Das ist leider nicht der Fall. Das heißt, beide Welten sind nach wie vor autark zueinander. Das heißt, die Aufgaben, die ich im Project pflege, müsste ich dann in Planner einfügen und dort matchen. Und die Aufgaben, die ich im Planner habe, die müsste ich dann wiederum in Project einfügen und dort pflegen. Was man machen kann, ist eine kleine Automatisierung mit Power Automate. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Task innerhalb vom Project ähm, zur Verfügung stelle oder neu erstelle, dass dieser automatisch dem Plannerplan hinzugefügt wird und dann habe ich zumindest einmal Copy und Paste schon erspart. Das soll es nun von dieser Webcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da oder noch besser einen Kommentar. Abonniert auch gerne meinen Channel. Wenn ihr Themenwünsche habt oder aber eventuell Anregungen habt, dann bitte hier in die Shownotes rein oder eine E-Mail an hotmail.com. Würde mich mega freuen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht endet ihr mich auch bei LinkedIn, wie am Anfang schon angesprochen. Die nächste Umfrage kommt bestimmt zum nächsten Themenkomplex. Und ich würde sagen, das war's von heute. Ich bin raus, euer Blanky. Ciao.